Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swoddy mit der 23. Folge Watch Dogs. Letztes Mal war ja wieder so ein ziemlicher Fail. Da ging ja eigentlich gar nichts. Ich schwöre, der hat sich einen gebaut. Ich meine, wer kommt denn mit sowas? Bin schon weg. Ja, diesmal müsste es besser laufen. Hier ist zumindest mal halbwegs klar, wie der Hase läuft. Der letzte Turm war ziemlich widerspenstig. Und ja, heute läuft's besser. Da, ne, raus mit dir. Und drin. Und runter. Und ran. So, endlich haben wir hier mal wieder ein Türmchen. Und wieder einmal runter. Und hüpf. Und genau drüber. Und durch. Zu einem Auto. Und dann endlich mal den Fixer-Auftrag entgegennehmen. Ich meine, er hat es auch entgegennehmen. Um endlich mal ein bisschen Action zu sehen. Denn. Ja, die beiden Türme hier, die waren jetzt nicht so actionreich, die waren nur frustrierend, zumindest der eine. Der zweite ging ja dann relativ zügig. Ups. Zinka, gut, nehmen wir mit. Ich bin schon wieder ein Rowdy hier. Sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel, heißt es so schön. Yeah! So, was darf ich denn machen? Ich bin der Köder. Also wird die halbe Stadt mich jagen. Irgendwie gewöhne ich mich langsam daran. Ich darf mal wieder die Polizei an der Nase herumführen. Das kennen wir mittlerweile. Mit dem Motorrad hat das nicht so sonderlich gut geklappt. Mit dem anderen Fahrzeug ging es relativ solide. Und hab dafür ja, das Auto qualmt schon. Top Voraussetzung. Ui. Interessanter Parcours. Oh. Okay. Ein bisschen mehr Licht wäre mir das Ganze ein bisschen lieber. Und das war's. Ja. Das Auto hat einfach schon einen gewissen Anfangsschaden. Das versuchen wir jetzt nochmal. Und jetzt versuche ich mal nicht in dieses, ich wollte sagen Pulverfass zu fahren, aber es ist ja kein Pulverfass, es ist einfach nur ein großer Tank. Ja, das sah schon besser aus. Jetzt mit Schmackes drüber. Natürlich fahre ich dann gegen den Gabelstapler. Das andere wäre auch zu einfach. Thank you.
hier auf den Parkplatz. Und mit Schmackes weiter. Gott, ich nehme wirklich ein Fettnäpfchen nach dem nächsten mit. Ich auch. Mir geht nämlich gerade die Zeit ein wenig aus. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Eine Streife hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Schneller, 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 schneller. Ein bisschen bessere Beleuchtung wäre das Ganze deutlich besser. Und ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich lang fahre. Das war auf jeden Fall falsch. Ja. Nee, also, das geht gerade überhaupt nicht. Ich sehe null. Ich sehe nur noch dunkel. Ja, so sieht es dann aus, wenn die erste Chance zu gut genommen wird. Ich muss da mal ganz kurz ein bisschen weiter. Na. Ich bin dran vorbeigehüpft. Und wieder nix. Fängt ja gut an, die Folge, mit einem richtig schönen Fail. Schön für den Flüchtigen. Bumm. Ihr Arschgeigen! Ich muss da lang! Irgendwo ein bisschen ein Zug. Auf Schienen ist es nun nicht so sonderlich verwunderlich, dass da irgendwo mal ein Zug rumsteht. Das ist ein Chaos. Fahren Sie sofort rechts ran.
Warum sollte ich? Der Arsch mich abgedrängt gerade. Die Karre ist, glaube ich, gerade ziemlich Schrott. Und das war ziemlich hart. Ja, super, die wissen jetzt eh schon, wo ich bin, oder? Ziemlich offensichtlich. Na super. Wenn ich mal sowas wie Scheinwerfer hätte, wäre das richtig genial. Aber leider kann ich damit momentan nicht dienen. Habt ihr? Das sehe ich momentan ein bisschen anders. Ich glaube, mein Auto explodiert bald. Wenn man natürlich auch in den Tank fährt, dann... Das war eine Blödheit. Naja. Die Aufgabe trotzdem abgeschlossen und entsprechend halb so doppelt. Ja, ich brauche jetzt erstmal wieder Licht. Deswegen geht's in den Versteck. Und wartet hier eine Audiodatei auf uns? Jawohl. Dann hören wir die natürlich auch gleich mal an. Ja. Entschuldigt. Es geht also heiß her bei Blume. Ganz viel Stress, ganz viel Misstrauen, Zweifel, Unterwandern. Ach, ja, alles Mögliche. So, es sollte nun wieder hell genug draußen sein, um endlich mal wieder was zu sehen. Und
Mal schauen, womit wir die Zeit noch vertreiben können. Fixer Auftrag. Abfangen. Muss das sein? Ja. Das muss sein. Na, machen wir nochmal ein kleines Gangversteck. Die sind immer ganz lustig. Da weiß man wenigstens, was man zu tun hat. Ich glaube, jetzt wird wieder alles gut. Ja, du hattest recht. Danke, dass du mich beruhigt hast. Ich bin froh, dass ich nichts getan habe. Nein, tust du nicht. Kennst du mich noch? Blumenzentrale. Sie sind auf einer sicheren Leitung. Alles klar. Angebissen. Gib deinen Auftrag für diesen Hacker raus. Verstanden. Wir haben das Kopfgeld erhöht und einen Auftrag rausgegeben. Wir deaktivieren jetzt die Firewall des Ziels. Was hat er in seiner Hand? Oh, was ist das? Ja, genau, die stecken wir mal wieder weg. Ja, holen wir uns nochmal zwei von den Gemcoms. Die Dinger sind echt praktisch. Du hast auch noch ein bisschen Bares auf der hohen Kante. Du auch. Ebenso. Dann können wir uns jetzt nochmal ein bisschen bereichern. Kabel sind bei rausgekommen. Ich denke, das sieht schon ganz ordentlich aus. Gangversteck ist dort. Auf dem Weg liegt leider nichts mehr. Eine Untersuchung hätten wir noch. Okay. Da hinten wäre ein Waffenladen, aber das ist mir jetzt zu weit weg. Ich brauche ein Auto. Da steht ein Auto. Nein, da steht kein Auto. Ja, da muss ich halt einen Lieferwagen nehmen, meine Herren. Und nochmal zusätzliche 10.000, jawohl. Also das Geld fließt mittlerweile wirklich in Strömen. Da können wir uns nicht drüber beschweren. Müssen wir demnächst nur mal... Ah, oh, nicht schon wieder, wie ich das hasse. Jetzt muss ich echt wieder zurück. Muss versuchen, den Typen zu finden, was ich ja sowieso nicht schaffe. Wie ich schon dreimal eindrucksvoll bewiesen habe. Hier mal jemand eine Kamera. Haben Sie ein Problem? Warum ist eine Kamera? Aber das bringt mich momentan auch nicht weiter, habe ich so das Gefühl. Steht bestimmt wieder auf irgendeiner schönen Stelle, an die ich nicht denke, auf die ich nicht komme. Und freut sich dann ein Ast. Ja, da war ich doch gerade, da war aber nichts. Ich habe doch alle durchgeschaut, die da waren.
Ja, wo soll denn hier einer sein? Na, ich werde sie gleich sehen, wenn es zu spät ist. In der Ladefläche des LKW. Na super. Na, darf ich dich jetzt mal bitte hacken? Also. Mach doch noch kurz einen Privatsphäre-Einbruch, bevor es weitergeht. Dann bleib halt stehen, wo du willst. Und wen habe ich jetzt über den Haufen gefahren? Oh, 4 verletzt, meine Herren. Und einer getötet. Über dem Ruf hat es nicht so sonderlich viel geschadet, finde ich gut. Einmal hacken bitte, danke. Mann, diese Online-Hack-Dinger, die sind echt fies. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das irgendwelche Auswirkungen auf mich hat, aber... versteckt. Ah, schon wieder sowas. Habe ich genau das richtige Fahrzeug für? Na los, na los. 4 Minuten haben wir Zeit. Haben wir eine Kamera irgendwo? Ich bräuchte eine Kamera, bitte. Eine Kamera? Nein. Da ist eine Kamera. So, Nummer 1. Nein, das war eine Person. Scheiße. Ist hier noch irgendwo eine Kamera? Irgendwie nicht so ganz. Das zu hackende ist da oben drauf. Aber ohne Kamera wird schwierig. Da ist noch eine Kamera. Die bringt mich aber auch nicht näher ran. Was kann ich mit der Kamera noch Schönes tun? Nix. Nee, da war ich gerade. Da war ich jetzt auch gerade schon zweimal. Meine Herren. Ein riesiger Industriekomplex, aber nirgendwo eine Kamera zu finden. Ich habe nur noch 2 Minuten. Ich komme hier nirgendwo hoch. Ich habe keine Kamera, also irgendwie ist das gerade extrem frustrierend. Ne, da kommt auch nicht hoch. Da ist noch eine Kamera. Die mich aber auch nicht weiterbringen dürfte.
Immerhin, das erste habe ich schon mal gehackt. Toll, toll, toll. Da drüben ist noch eine Kamera auf dem Dach. Na. Bei dir war ich doch gerade schon, oder? Ja. Nur noch eine Minute. Oh Mann, ich glaube, mein Hirn setzt mittlerweile komplett aus. Ich habe jetzt keine allzu erfolgreichen Minuten mehr. In der letzten Zeit. Ich finde hier einfach keine Kameras in der passenden Höhe. Meine Herren. Ich muss mich beeilen. Das heißt, du musst dich beeilen, die Zeit ist rum. Kann doch nicht sein, dass ich in 4,5 Minuten nur einen einzigen gefunden habe. Wie soll ich denn da hochkommen? Er rennt wild durch die Gegend und hofft, dass er irgendwas findet. Oder irgendwen. Wenn ich irgendwo auf so ein Dach käme, über einen Lift oder so, dann wäre mir schon viel geholfen. Ich muss nur einmal hochkommen. Einmal auf die entsprechende Höhe. Ich bin ja egal. Eben, bist du. Aber ich sehe hier weit und breit keine Möglichkeit, da irgendwie mal das entsprechende Niveau zu erreichen. Na, das Tor auf, bitte, danke. Gucken wir mal, ob wir hier was entdecken können. Jetzt sind wir zumindest mal weit genug oben, um irgendwas ausrichten zu können. Theoretisch. Jetzt brauche ich trotzdem noch Kameras. Die sind sowas von spärlich gesät in der Gegend. Das gibt's gar nicht. Ich finde hier gerade nicht eine Kamera. Hier ist eine. Das ist genau im Schatten. Ah, da käme ich jetzt mal ran. Okay. Aber hier wieder keine Kameras. Eine Stadt mit totaler Überwachung und dann schaffst du es nicht mal hier in so einer Gegend genügend Kameras zu finden, um diesen Hacking-Auftrag auszuführen. Oh Mann. Ja, das können wir schon wieder knicken. Wenn ich dieses Jahr
Ja, gehst du auf, nicht hoch. Da ist eine Kamera. Wo ist das letzte? Hä? Ich sehe jetzt nur noch das eine hier vorne, macht das andere noch weiter rechts. Okay. Also zwei kriege ich bisher, aber vier. Gott, das ist nicht gut. Ich muss mich beeilen. Ja, und ich brauche heute ausnahmsweise mal ein Auto. War zwar nicht das, was ich haben wollte. Schneller, 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 schneller. Haut über ein Pferdchen. Und was habe ich gekonnt? Nichts. Jetzt bin ich hier oben. Okay, ich kann das hacken. Jetzt geht's wieder runter. Dann habe ich hier hinten den einen über irgendeine Kamera gefunden. Welche war das denn? Darf ich jetzt bitte schön... Da oben ist sie doch, genau. Die Kamera nutzen. Ne, der war das, ne? Genau. Den da hinten kriege ich auch. Jetzt ist noch die Frage, wo der vierte ist. Augen offen halten. An der Stelle wäre eine Kamera ganz gut. Aber die kommt nicht weit genug. Da will ich hin und weit keine weitere Kamera. Ah, vielleicht komme ich über die Paletten hoch. Hoch, Aiden, hoch. Ah, der will da nicht hoch. Auf der Seite auch nicht. Nee, auch nicht. Man kann es nicht wissen, bis man es versucht. Gute Entscheidung. Ich werde ihm sagen, was genau. Auf der Seite noch irgendeine Möglichkeit. Hier ist eine Kamera, aber die bringt mich nicht weiter. Es sei denn, die würde mir auf der Seite noch eine Kamera finden. Und tut sie aber nicht. Ich stehe direkt daneben und komme nicht dran. Das ist doch echt Mist. Da ist noch eine Kamera. Nee, ich muss von der anderen Seite hin.
Nee, keine Chance. Also drei kriege ich jetzt mittlerweile mal zusammen. Nur der vierte. Da finde ich beim besten Willen keine Kamera, die... Ich muss mich beeilen. Irgendwie gut genug liegt, um... Ich muss, glaube ich, auf diese Treppe da hoch. Ist da nicht sogar eine? Da ist eine Kamera, ne? Ja. Echt knifflig. Also, das ist momentan echt ziemlich knifflig. Komm schon, komm schon. Jetzt muss ich mich nur wieder entsprechend orientieren. Also hier ist der Lift. Das kostet schon wieder Zeit. Ja, da oben ist eine Kamera, aber ich komme nicht dran. Auch gut. Von hier aus gesehen ist sie zu weit weg. Muss ich mal gucken, ob es hier noch eine gibt. Was bist du? Dich kann man nur sprengen. Ja. Ist hier noch eine... Ah, hier kann ich auch noch auf den Lift. Mit dem komme ich dann hoffentlich nah genug an diese Kamera. Oder ich kann es direkt hacken. Ah, ich komme an die Kamera, okay. Für da hinten reicht es nicht. Und für die... Nein, ich will es nicht sprengen, ich will eine andere Kamera. Hark! Können Sie nicht mal so einen Lift hier mit Turbo hinstellen? Und noch in die Seitenstraße. Dann haben wir's. Ja, drei Versuche, vier Versuche, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber das war knifflig, das war echt... echt gut versteckt, das Ganze. Und das ist eine geniale Kombination aus, du musst physisch anwesend sein und du musst dann dich irgendwo in eine Kamera hacken, um den passenden Winkel zu kriegen. So, wie war das da oben genau? Ja, falls sich einer fragt, was ist denn die Fibonacci-Folge? Darf ich jetzt bitte schön den mit dem dicken Bankkonto hacken? Naja, 1280 ist jetzt nicht dick.
Die Fibonacci-Folge ist eine Zahlenfolge, bei der sich jede Zahl aus der Summe der beiden Vorgänger ergibt. Angefangen mit 1 und 1. Dann ist die dritte, oder eigentlich die zweite Fibonacci-Zahl die 2. Dann 3, 5, 8, 13 und so weiter und so weiter. Also immer die beiden vorangegangenen Zahlen addieren. Gut, das Verbrechen nehmen wir mit, aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Swordy.